Alter, da willst du nicht reinfallen. Alles gut, seid die Firma. Oh, wei, oh nee, entlang. Nie wieder machen wir das. Okay, starte. Nee. So, Leute, jetzt sind wir hier mal zu Zubi-Raum angekommen. Reiko erzählt uns jetzt, was wir zu tun haben, denn ich werde mich mit Philipp jetzt hier ein bisschen am Lötkolben betteln. Ne? Okay, also ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Ja. Okay. Was ist denn überhaupt unsere Aufgabe, bevor du jetzt alles erklärst? Also, wir haben hier einmal dieses Fahrrad, das sollt ihr heute quasi löten. Ja, ganz kurz, ich habe gedacht, wir löten wirklich ein Fahrrad. Das ist Fahrrad. Ihr dürft einmal, das erste Rad ist quasi zur Übung, dass ihr das einmal so ein bisschen probiert. Das ist der Schaltrad. Damit werdet ihr dieses Rad biegen. Zur Hilfe habe ich euch extra das hier anfertigen lassen. Oh, dann kann man das... Ich... Genau. Hier ist auch extra hier so eine Rillung drin. Geil. Damit ihr das perfekt rummachen könnt. So, das ist das Lötzinn. Gut. Und das wird sich dann halt am Ende dann schmelzen und dann verteilt ihr das quasi davor. Freunde, wir drehen hier gerade ein Video. Also so geht's nicht. Und dann kommen die Speichen hier noch rein. Ja. Sonst ne? Hält's ja nicht, ne? Sonst damit fahren. So. Genau. Sonst, wie sollst du damit fahren? Also was machen wir jetzt? Genau, packt ihr erstmal die Schutzbrille aus. Dann habt ihr hier einmal einen Seitenschneider, habt ihr einen Gliedermaßstab. Das ist was? Ein Gliedermaßstab? In meiner Welt heißt das Zollstock. Ein Gliedermaßstab, das zeige ich ab sofort immer. Deswegen ist auch die Deutsche Bahn einer der Top 5 größten Unternehmen Deutschlands. Möchte ich mal an der Stelle sagen. Weil ihr Gliedermaßstab sagt. Achso, rumwickeln, ne? Ja, genau. Philipp, warum machst du nicht mit? Also ich würde sagen, theoretisch. Das Ding ist rund. Der ist schon heiß. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Das ist heiß, nicht anfassen. Achso, ich schmier das quasi drauf. Genau. Siehst du dann so ein bisschen als Paste. Oh! So, damit erhitzt du jetzt quasi den Draht und dann schlingt der sich so ein bisschen drum. Und dann möglichst so Wischbewegungen machen, dass das halt so, dass da nicht so eine Knubbel entstehen oder so eine Nasen. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Also wir können auch den ganzen Draht einfach jetzt ein bisschen dicker machen. Überall eine Nase rein. Egal! Jetzt machst du die Speichen. Das heißt, ich mache jetzt einfach so, oder was? Ungefähr, ja. Wenn ihr hier schon so lange braucht, was braucht ihr dann erst bei den anderen? Ne, ey! Junge, ich fühle mich wie so ein Vorschüler, der nichts in seinem Leben auf die Reihe kriegt gerade. Ich habe aber auch eine abgeschlossene Ausbildung. Falls ihr euch auch für eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn interessiert, dann schaut doch mal jetzt in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch mal schön einen weglöten, so wie Kalle Kuschinski. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Ich habe Eventmanagement gelernt tatsächlich. Wie lange geht deine Ausbildung, Reiko, hier bei der Deutschen Bahn? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Wir hätten auch nur das den ganzen Tag machen können, weil wir werden noch 2 Stunden brauchen, bis wir dieses Zeitfeld haben. Genau so. Sieht eigentlich gar nicht mal so schön aus. Sieht voll gut aus, fast. Kann was. So. Muss Leon sauber machen. Stimmt. Scheiße, mein Lötzinn hängt fest. Bleib da hinten und dann gehst du mit dem Lötzinn wieder da nach vorne. Genau, dann zieht es sich so nach vorne. Genau, ja, perfekt. Raus. Oh, so funktioniert das mit dem Löten. Du hast ja ein Stipendium bekommen von der eSports Player Foundation. Ich habe schon wieder meinen Stift fallen lassen, aber ich lasse das alles Leon weg, weil es mir scheißegal ist. Die Leute, die sich mitbekommen haben, im letzten Video bei der Deutschen Bahn haben wir da schon mal drüber gesprochen. Da ging es auch darum, dass man dual studieren kann, beziehungsweise duale Ausbildung machen kann bei der Deutschen Bahn. In Kooperation mit einer eSports Förderung. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Videobeschreibung kommen. Genau, also eSports war generell immer schon was mich sehr interessiert hat und war auch vorher schon aktiv. Und dann habe ich das Angebot von der Bahn gesehen und habe gedacht, da bewerbe ich mich mal. Gegen die Ingame-Coachings oder noch viele weitere Sachen wie Hardware-Support. Hardware-Support? Ja. Oha. Ich habe jetzt zum Beispiel einen PC gestellt bekommen. Oh, geil. Mann, ey! Entschuldigung. Was spielst du denn? Ich spiele Counter-Strike. Das machen wir jetzt so, das bleibt jetzt so, das ist perfekt. Ich habe jetzt gehört zum Beispiel, ihr fahrt auch in einem Bootcamp. Genau, in Österreich, genau. Und davon gab es jetzt für die DB-Leute mehrere Termine im Jahr. Das heißt, das sind dann E-Sportler, die euch quasi unterstützen, euch zeigen, wie das läuft, wie man besser wird. Das sind dann halt ehemalige Profis Leute, oder wirklich Coaches. Hast du da jetzt auch schon Leute kennengelernt bei dem... Über das Stipendium? Also andere Zocker oder Zockerinnen? Ja, also ich bin über meinen Coach tatsächlich an ein Team gekommen. Das ist eigentlich noch. Also geh mal da ran, hinten ran. Ja. Das muss sich nicht drehen, oder? Wir haben ein Fahrrad gemacht mit 2 Reifen. Das kann zwar nicht fahren, aber scheiß drauf. Philipp, wir haben es geschafft. Ja, ja. Ja. Schaut mal in die Videobeschreibung für die eSports Player Foundation. Ne? Gut, dann gehen wir jetzt. Reiko. Ja. Danke fürs tolle Zeigen. Genau. Ich würde sagen, wir verziehen uns jetzt. Leon kann die Scheiße ja hier sauber machen, der Reinigungsdienst, ne? Der Martin fehlt noch. Martin! Passiert das oft, dass ihr hier so sitzt und gemeinsam esst oder macht jeder, wie er Bock hat? Also wir sitzen grundsätzlich öfters zusammen. Ich würde sagen, ich habe mich noch nie mit so einem Mädchen befasst. Wie benutzt man das jetzt? Guten Appetit, Männer. Leon.
Was warst du für eine Ausbildung hier bei der Deutschen Bahn? Industriemechaniker. Gab es auch mal schon so knifflige Momente, wo du dachtest, oh, da weiß ich gar nicht, was ich zu tun habe? Ja, aber dann habe ich eigentlich immer nachgefragt. Ich sag mal so, was macht dir denn am meisten Spaß? Was ist der Grund, warum du auch gerne hier in diesen Raum kommst? Für mich wäre es zum Beispiel das Schild, ne, die drei schönsten Worte der Welt, Essen ist fertig. Man sieht es ja auch bei mir so ein bisschen. Ja gut, ich kann da auch nicht selber. Ne? Ich wollte schon seit Kindheit zur Bahn. Da habe ich halt hier die Stelle gefunden, dass ich draußen arbeite, aber auch praktisch hier arbeite. Allgemein, weil die Kollegen wirklich alle wunderbar sind. Ja, ich habe eben hier beim Essen schon gemerkt, ihr seid ja alle ganz nett miteinander unterwegs. Ja, Reiko, was ist bei dir so? Was ist bei dir so dein täglich Brot aktuell? Außer wenn du mir das Löten beibringst. Wenn ein elektronisches Bauteil kaputt ist, das reparierst du. Perfekt. Geil. Ja, mein Brötchen hat dir geschmeckt. Philipp, was hast du? Kilo verdrückt oder? Ja. Ich auch tatsächlich. Naja. Glaubst du mir nicht? Doch, ich hab's gesehen. Hast du mich gerade fett genannt? Gut, dann gehen wir jetzt zur nächsten Station. Willst du noch was sagen? Willst du noch was loswerden? Holt Deutschland die EM? Gut, dann gehen wir weiter. Hier, schöne Meisterbüro. Und das ist ein alter Zugwaggon. Ne? Und da drin arbeiten die jetzt. Gut. Schön. Ja. Anschlusskaffee. Genau. Sicherheit geht vor. Das ist wichtig, dass du das filmst. Ja, Fettsack sich hier die Handschuhe anzieht. Danke dafür. So, jetzt sind wir hier mit Falk. Falk, ne? Christian. Und Leon macht nicht nur sauber, freut sich nicht nur über Kloppe, sondern wir legen jetzt hier Hand an. So, Christian. Auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt einen Dämpfer und die Achsstehe. Okay. Das musst du natürlich machen. Jetzt schraubst du diese Schrauben, diese Kronenschrauben ab. Also ansetzen, nach oben ziehen. Ja. Ja? Ja. Nach innen, komm. Ja, ja. Hast du schon gelöst vorher, ne? Das ist ja verständlich. Oder bin ich so stark? Ja, auch. Ist das ja, hier auch nur so ein Testobjekt hier? Oder? Nee. Oder ist das ein echter? Naja, das ist ein echter. Leon, du hast die Zange. Leon, du hast die Zange. So, und jetzt so ein bisschen drauflassen. Jawohl. Gut. Super. So, jetzt geht's weiter mit den Axtstegen. Die Teile. Die müssen wir auch noch lösen. So, ich zeig dir eine, oder? Oder willst du gleich? Nee, mach mal. Und du machst das öfter als ich. Ja, ja, ja. Aber wie man sieht hier, man macht sich auch mal schmutzig, ne? Ja. So, können wir die andere Seite machen? Das machst du sehr gut. Ja, festhalten kann ich. Es ist bestimmt schon vielen aufgefallen. Ich habe die Hose falsch rum an. Meine Kniepolster sind hinten, aber es ist stylisch. Ich sag mal so, Latzhose falsch rum anziehen ist jetzt top modern. Ich bin drin! Oder draußen? Draußen. Ja. Spitze! Das Fahrzeug an. An jeden Bock muss eine Person. Die Jungs steuern das Gerät. Und ich darf hier, wenn ich hier drauf drücke, zulassen, dass das Ding überhaupt hochfährt. Wenn ich loslasse, fährt es nicht mehr. Ich drücke den Totmann-Taster. Anlage heben. Und ab. Was, wenn ich jetzt loslassen würde? Lass los. Ah! Wie viel wiegt denn das Ding hier? 7 Tonnen. Jetzt bleiben die Achsen unten stehen, weil wir sie ja gelöst haben mit dem Christian. Und dann kommen da neue Achsen drunter. Jetzt Hose rutscht. Ist die Jacke auch falsch rum an, oder? Jetzt reicht's aber. Wunderbar, wir sind durch. Gut, danke dir, Christian. Nicht dafür. Wir gehen weiter zur nächsten Station, Freunde. Wir messen jetzt die Räder durch. Wir müssen eine Menge schleppen. Ja. Wir haben da unser Calibri-System. Das ist ein Messsystem. Wir können das einmal händisch machen oder elektrisch. Dann müssen wir das mal runterschleppen oder auspacken. Eins von beiden. Boah, der ist auch so schwer. Oh. So, muss ich den hier auspacken? Oh. Ja. Ja. Oh. Das ist jetzt unser Messsystem. Ja. Weil, wollte gerade sagen, ja, vielleicht finden wir ja noch was. Unterstützend dabei, so wie wir es ja auch sonst auch im Normalfall haben. Ja. Wenn ein Azubi etwas macht, dann guckt der Fahrarbeiter immer dazu. Hier unten ist so eine Halterung. Ja. Einmal drauf machen und dann den Clip zumachen. Hier strahlt er quasi mit dem Laser hier drauf und testet sich selbst. Aha. Das heißt, wir müssen das hier vorne drauf machen. Aha. Dann führen wir hier einen Selbsttest durch, hier bei Stabilität. Ja. Es leuchtet. Ah. Selbsttest erfolgreich. Wichtig ist jetzt eigentlich nur für dich, hier drauf drücken. Dann hältst du das hier ran. Es gibt 3 Messungen. Ja. Einmal hier. Ja. Hier. Ja. Und hier. Ja. Soll ich hier vorne? Das sagt das Gerät. Das sagt das Gerät. Ah, der sagt mir Bescheid. Der ist wieder. Ist ein bisschen wieder. Schief. Schief. Ah, er sagt mir Bescheid. Genau, genau. Ja, ist ja gut. Was ist denn gerade? Ja, was hast du gesagt? Messung beendet. Mach das mal ordentlich, dass man auch mal ihm zeigen kann. Ich habe gearbeitet. Das ist der Beweis. Ich hab mich so angespuckt. Dieses letzte Ding da. Hat wieder 0. Alles gut. Dann messen wir als nächstes den Radabstand. Dann drückst du hier den Knopf, ganz einfach. Hier. Und jetzt musst du hier die weißen Punkte messen. Okay, du bist schief. Fertig. Was machen wir als nächstes? Hat Durchmesser. Also so unten dran meinst du. Genau. Ja. 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 Aha. Genau. Aus. Abgebrochen. Wir machen das jetzt aber so lange, bis es klappt. Mann, ich bin genau drauf auf deiner Rille. Oh, mit dir und abgebrochen. Mann, du bist selber schief.
Ja! Die sagt doch nur schief! Ich mach so, sie sagt schief! Ich mach so, sie sagt schief! Links schief, oben schief, was ist alles schief? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das oder die ganzen Katzenfotos, die in meinem Leben schon zu mir geschickt wurden. Und du hattest es fast! Ja! 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 Wir haben's! Wie oft muss man das so machen? Achtmal. Was kommt als nächstes? Wieder abklemmen hier? Wie andere Seite. Dein Scheiß jetzt, oder? Ja! Der zweite Versuch! Ja, hat er! Explosion! Wir wissen jetzt, wie es geht. Das kann Leon machen. Genau, Leon macht das. Leon macht es. Was haben wir heute nicht schon alles gemacht? Wir haben hier lötet, wir haben hier schraubt, wir haben hier messen. Jetzt geht's noch weiter im Text. Weiter geht's. Gut, für die Sicherheit. Was machen wir denn jetzt überhaupt? Wir fahren jetzt gleich mal ganz nach oben, dass wir auch den ganzen Standort hier bis auf der Autobahn und zum wunderschönen Hotel da hinten einmal nochmal alles besichtigen kannst. Also einmal durch. Na, ohne Probleme, oder? So fett bin ich doch nicht. Jetzt müsste es schon ein bisschen im Rücken ziehen. Ach, jetzt. Das ist wie so ein Rückenstrecker, weißt du? Ja. Aber so ein schöner Karabiner. Der hält dich dann. Ja, und dann jetzt los, oder was? So, jetzt sehen wir hier mal rauf auf den Zug, aber jetzt fahren wir raus. Komm mal mit hoch hier. Vorsicht, Mainzer Gap, ne? Wie das hier aussieht, hör mal. Ist ein bisschen laut, weil Maschine laut. An der Kreuzung muss man immer anhalten, ne? Ja, ich sag dir euch, das ist ein Leben hier. Mach mal aus, die Kiste hier. Mann. Aber es sind nette Leute hier. Du musst einmal in die Kabine rein. Ja. Und du hast da eine Arretierung drin und die muss raus. Oh, das will ich. Alles gut. Seit die Firma. Sogar schon. Mensch, hat der Kollege vorher gearbeitet. Gut. Ich würde uns rauslenken. Wir sind jetzt auf einer Höhe. Du kannst eigentlich nicht mehr viel kaputt machen. Gut. Wichtigste Funktion ist wieder ein benannter Totbandtaster. Oh. Das ist noch nicht mal ansatzweise, was das Ding kann. Das ist der erste Arm von drei. Ist schon Maximum? Genau, jetzt musst du den anderen zu dir ranziehen. Boah, das wackelt. Und jetzt sind wir hoch genug, ne? Für dich sind wir hoch genug. Moin Leute, ich bin's, euer Kalle Kuschinski. Heute mal wieder in Gefahr. Oh, also wirklich. Denn heute sind wir bei der Deutschen Bahn in Grunewald, hier im schönen Werk unterwegs, wo viel geschraubt wird, ein bisschen hier tackert und hier messen. Das zeigen wir euch und ich bin jetzt gerade draußen, aber in luftiger Höhe, wie ihr vielleicht seht. Und wir fahren jetzt nochmal ein bisschen höher. Viel Spaß beim Video. Jetzt habe ich aber wirklich, oh, jetzt ist es aber wirklich hoch, ne? Eieiei, oh, wei, oh, nee. Ja, komm, jetzt geht's auch wieder runter, wa? Ja, reicht, entlangt. Nie wieder machen wir das. Wie wir beim ersten Flug oder so. Gut, wenn man mal wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen ist. Aber das war was. Hat Spaß gemacht. Oh, alles gut. So. Aber hier ist noch richtig Arbeitsschmutz an den Geräten. Ne? Hier wird noch richtig geackert. So, wir haben ja schon einiges gesehen. Viele Stationen, viel mit dem Zug auch hier schon gemacht. Und jetzt sind wir hier gerade in so einer Art Werkstatt, würde ich schon sagen. Und hier sind lauter Geräte. Christian, was machen wir hier und warum macht ihr sowas überhaupt? Wir befinden uns hier in der Schweißerei. Hier finden Reparaturen statt, würde ich sagen. Wir machen jetzt was heile. Wir schleifen erstmal ein bisschen was und dann schweißen wir. Ich bin auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, Christian, ich bin handwerklich eine absolute Niete. Das werden wir jetzt ändern. Also ich habe schon gearbeitet, so ist es nicht, aber immer mit Papier. Das ist ja auch ein Beruf oder ein Berufsfeld hier bei der German Bahn, wo man viele Facetten sieht. Hast du ein Teil schon mal in der Hand gehabt? Ja, aber sag nochmal lieber. Okay. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh, shit, das ist geil. Das war voll. So, jetzt hast du ja sozusagen mal eine Vorbereitung gemacht. Und ich habe da drüben schon mal vorbereitet. Ja. Zum Schweißen. Den brauchst du? Auch wegen des Lichtes, ne? Der Lichtbogen, das ist echt gefährlich für die Augen. Haben wir jetzt hier zwei Bleche und die werden wir jetzt miteinander verbinden. Ich hefte das Teil schnell, kannst du mal gucken. Und dann schweißt du mal, okay? Hä, hier geht das Licht voll aus. Ich dachte, du hast das Licht ausgemacht. Nee, einfach ohne Scheiß. Mach's dir mal schön bequem. Jetzt versuchst du, hier eine Naht lang zu ziehen. Okay, starte. Perfekt. Ich check dieses System nicht. Was ist das für German Engineering in diesem Helm? Alter, was ist das für eine geile Scheiße? So, das ist deine sogenannte erste Schweißnaht. Ja, du hast geführt, aber... Das duftet halt wirklich hervorragend. Danke dir, Christian. Das hat Spaß gemacht. Jetzt ziehe ich erstmal weiter. Abfahrt. So, Leon. Das hier ist die Schneefräse. Er wird praktisch geschoben und dann wird es praktisch da aus diesen zwei... Rausgeschossen, ne? Rausgeschossen. Ja, ich sehe das gerade. Geblase-Dings, Behälter... Wurfbehälter. Also ist das ein Staubsauger? Kann man so ein Dyson? Innen drin kann man dann nochmal alles, was du hier siehst, ansteuern. Du kannst die Klappen rausfahren. Da kannst du echt viel machen. Ja, dann lass mal gucken, oder? Natürlich. Bevor wir aber einsteigen, müssen wir den Ölstand kontrollieren. Schaffst du? Ei, ei, ei. Und wo sehen wir jetzt den Ölstand? Da ist so ein roter Deckel. Ja. Drehen oder was? Ja, natürlich. Oh. Ja, ist ab. Rausziehen oder was? Ja. Ey, guck mal. Nee, ich bin nicht nass. So, warte.
Ja, also ist auch eng in der Porzellankiste hier, wirklich ehrlich. Aber Öl ist drin, oder? Ja, Öl ist drin. Ja, und wir können auch eine Sitcom aufmachen zusammen. So, soll ich mit rein, oder? Ja, komm rein. Als allererstes den Hauptschalter. Ja. Den machst du mal rein. Richtig. Dann nimmst du den Schlüssel, der da liegt, und den steckst du da passend rein. Einfach nur rein. Genau, gut. Dann kannst du die beiden Hebel einmal runterdrücken und hier auf einstellen. Motor. Gleichzeitig? Ja. Jetzt den Motor 1. Eine 0, eine 1 und eine 2. Ja. Du hältst jetzt praktisch das Ding auf die 1, bis der Draht hier praktisch hell leuchtet. Nur warten, warten, warten. Und jetzt kannst du auf 2. Nee! Genau das gleiche auch mit Motor 2. Zündung? Ja. So, jetzt sind wir. Oh, das rumort richtig hier. Alter, ich habe das erste Mal in meinem Leben Zug angeworfen. Jetzt kommt der komplizierte Teil. Du hast unten zwei Fußpedalen. Ja. Das sind die Kupplungen. Ja. Die drückst du beide durch und dann hier praktisch den Gang 1 reinschalten. Du kannst mal den hier nach links und dann nach unten. Ja, aber da ist so eine Sperre drin gefühlt. Einfach durchtreten. Aber das ist richtig schwer. Ja, okay. Oh. Alter, wie schwer ist das bitte? Leon! Mach das! Ich kann nicht mehr! Junge, Alter, das war also wirklich schwer. Willst du da vorne erstmal Tempo haben? Ja, ich will Tempo. Beide runterziehen, aber langsam. Da kriegst du richtig PS. Aber ich fahre nicht los oder nein, so, ne? Nein, nein, nein. Abfahrt! Was ist jetzt los? Du musst nochmal die Kupplung neu machen. Nee, die Kupplung ist ganz schön schwer zu treten. Das stimmt. Aha. Oha! Junge, 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 Junge. Ich guck mir das mal von außen an hier. So. Bruder! Alter, da willst du nicht reinfallen! Oh! Das Ding kommt aus der DDR und eben haben sie drin noch hier gesagt, die haben dahinter einen noch älteren aus dem Zweiten Weltkrieg und der ist auch noch im Einsatz. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei der Deutschen Bahn in der Zusammenarbeit mit der eSports Player Foundation. War ein astreines Erlebnis. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Danke an alle, die hier mitgewirkt haben, mir den ganzen Bums gezeigt haben. Ich habe meine Hose falsch rum an. Ich war in luftiger Höhe unterwegs und ich habe mich eben von einem alten Auto anblasen lassen. Schaut in die Videobeschreibung, wenn ihr das Stipendium mal anschauen wollt. Und generell die ganzen Berufe, die man hier so sehen kann und lernen kann, sind da auch verlinkt. Und ansonsten sage ich Tschüssikowski, bis zum nächsten Video. Mach's gut.